Generaldirektor Roland Weißmann erhält rund 400.000 Euro Jahresgage, die Direktoren 300.000, die Landesdirektoren zwischen 180 und 200.000 Euro und Ö3-Chef Georg Spatt inklusive Boni rund 250.000 Euro. Der ORF muss einsparen. Man stellt sich jetzt aber die Frage, wo genau wird hier eingespart bei den Bürgerinnen und Bürgern? Na, es wird einmal dort nicht eingespart, wo man einsparen sollte, nämlich bei Luxuspensionen wie für den ehemaligen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, bei den Gehältern der derzeitigen Führungsetage, die parteipolitisch besetzt worden ist, bei den Landesdirektoren, bei den einzelnen Vorstandsdirektoren, die der ORF hat, beim Generaldirektor, Radiodirektorin etc., mehrere hunderttausend Euro. Da bleibt einem die Spucke weg, wenn auf der anderen Seite die Österreicherinnen und Österreicher mit einem Medianeinkommen von 2.000, 3.000 Euro im Monat höchstens ihr Auskommen fristen müssen und bei einer gesteigerten Inflation jeden Tag sich überlegen, welchen Groschen sie denn verwenden, ob sie nun Heizung zahlen, ob sie nun Lebensmittel zahlen, ob sie die Kreditrate zurückzahlen oder ob sie die Leasingrate für das Auto zahlen, mit denen sie dann in einen Job fahren, wo ihnen der Staat 50% Steuern wegnimmt. Also da schnürt es einem schon den Hals zu, wenn wir dann lesen, mehrere hunderttausend Euro für die Führungsetage eines ORF, der jedes Jahr mit Zwangsgebühren der Österreicherinnen und Österreicher gefüttert wird, obwohl nicht alle Österreicherinnen und Österreicher den ORF konsumieren, keine Einsparungseffekte im eigenen Bereich sieht und am Ende den Österreicherinnen und Österreichern nur ein Schrott-TV-Programm und ein Bevormundungserziehungspolitprogramm liefert. Also ich würde sagen, wir schaffen die GIS-Gebühr restlos ab und ersatzlos und führen dafür sicherlich keine Steuer für alle ein. Skurril ist dabei ja auch, die GIS-Gebühr ist bislang nur auf all jene Österreicherinnen und Österreicher zugekommen, die auch wirklich den ORF geschaut haben. Jetzt stellt sich dann doch die skurrile Situation ganz anders dar. Auch all jene, die den ORF nicht schauen, müssen diese Haushaltsabgabe leisten. Ja, das ist ja bei der GIS-Gebühr auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten dasselbe gewesen. In Wahrheit jeder, der zu Hause ein TV-Gerät hatte und den ORF schon lange adieu gesagt hat, hat GIS-Gebühren zahlen müssen, und zwar unsinnigerweise. Und weil das ja auch auf gesetzlich brüchigen Beinen gestanden ist, versucht jetzt die Politik quasi den Menschen zu verkaufen, wir schaffen die GIS-Gebühr ab, dafür werdet ihr alle in Zukunft eine ORF-Steuer von mehreren hundert Euro, eine Haushaltssteuer zahlen müssen. Das ist insofern besonders perfide, wenn das die Regierung in einer Woche macht, in der sie die Abschaffung der kalten Progression verkündet, quasi sich die Österreicher einige hundert Euro sparen, damit sie dann in Zukunft die ersparten einigen hundert Euro dem ORF wieder in den Schlund werfen können. Es ist in Wahrheit ungerecht, es ist in Wahrheit ein Irrsinn, dass man Menschen mit einer Steuer belastet, die in Wahrheit dafür keine Gegenleistung bekommen. Eine Steuerleistung hat ja ein folgendes Grundprinzip. Wir zahlen Steuern, damit der Staat unsere Sicherheit aufrechterhält, unsere Infrastruktur aufrechterhält, das Gesundheitssystem aufrechterhält. Das heißt, für die Steuer bekommt man eigentlich vom Staat eine Gegenleistung. Was bekommen wir bei der Haushaltsabgabe? Nichts. Und vor allem jene, die ohne das den ORF nicht schauen, bekommen auch nichts. Das wäre ungefähr so, wie wenn bei der Supermarktrechnung 5 Packen Milch draufstehen und du hast aber kein Packen Milch gekauft, sondern nur ein Döschen Joghurt. Also da wäre ja auch keiner damit einverstanden. Und damit tut sich die Politik nichts Gutes, damit tut sich der ORF nichts Gutes. Ich bin der Meinung, der ORF gehört entpolitisiert und privatisiert. Der ORF soll seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag im Rahmen der freien Privatwirtschaft nachkommen, wie es zum Beispiel OE24 auch tut beim öffentlich-rechtlichen Auftrag. Ich nenne nur die Diskussionssendungen, beispielsweise Fellner Live, wie es zum Beispiel Servus TV auch tut und wahrscheinlich mehr öffentlich-rechtlichen Beitrag leistet, als es der ORF tut. Also man sieht, man kann Qualitätsfernsehen anbieten, ohne dass man die Menschen in unserem Land aussackelt und ausblutet. Wenn wir jetzt beispielsweise auf Streaming-Dienste blicken, da kann man sich aussuchen, was man sehen will. Das kann man beim ORF ja nicht. Hinzu kommt auch noch, dass bei den diversen Streaming-Diensten dann eine Jahresgebühr von plus minus 155 Euro auf den Nutzer zukommt. In welcher Relation steht dann diese ORF-Gebühr? In keiner Relation. Und wenn wir uns ein wenig näher das ORF-Programm doch ansehen, dann besteht das doch nur mehr aus Trash-TV.
Dass wir mit unserem Steuergeld Malcom mittendrin finanzieren, das versteht doch kein Mensch am Ende des Tages. Dass wir mit unserem Steuergeld ein öffentlich-rechtliches Informationsangebot finanzieren, wo beispielsweise im Zuge der Corona-Krise die Särge von der Lombardei uns gezeigt wurden. Und später ist man draufgekommen, es waren die Särge von einem Flüchtlingsunglück auf Lampedusa. Also, dass wir für den Bevormundungskanal aller DDR in Zukunft Steuer zahlen müssen, damit wir vom Öffentlich-Rechtlichen belogen und betrogen werden, damit wir unerzogen werden, damit wir ja alle politisch korrekt sind und woke sind und gut gendern können und wissen, dass es in Zukunft 20 Geschlechter gibt, wo wir uns am Tag das Geschlecht selbst aussuchen. Und dafür sollen wir trotteln auch noch eine Steuer zahlen. Ja, meine lieben Freunde, so geht's eben nicht. Daher, diese Steuer und auch die Zwangsgebühr steht in keiner Relation zur gebotenen Leistung. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Der Öffentlich-Rechtliche tritt schon seit Jahren dieses Gebot mit Füßen. Sie treten das Objektivitätsgebot mit Füßen. Sie bestehen aus eitlen Selbstdarstellern, wie es in keinem anderen Land möglich wäre. Zitiere nur oder blicke nur auf Armin Wolf oder den Herrn Dürr oder die Gespenster, die uns hier jeden Abend zwangsbeglücken. Ich sage, es ist auch möglich, einen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen, ohne dass man die Menschen aussackelt. Und es ist auch möglich, demokratiepolitisch richtig zu handeln, ohne dass man die Menschen zwangsbeglückt und zwangsaussackelt. Wir blicken nach Frankreich. Emmanuel Macron hat die Zwangsgebühr für den Öffentlich-Rechtlichen abgeschafft und es gibt ihn trotzdem. Er muss sich halt im freien Wettbewerb in Wahrheit die Umsätze verdingen. Und wenn der österreichische ORF auf dem freien Wettbewerb sich seine Umsätze verdingen muss, dann bekommen wir auch in Zukunft bessere Qualität. Und dann werden sich die Menschen nicht reihenweise von diesem ORF-Angebot abwenden. Denn diese Haushaltsabgabe über alle zu stülpen, ist ja in Wahrheit nur die Antwort darauf, dass immer mehr Menschen sich vom ORF abgewandt haben. Wenn wir uns denken, dass der einzige Quotenbringer in diesem Kollektiv des Wahnsinns am Königlberg die Millionenshow am Ende mit Armin Assinger ist, die noch Quoten bringt, ja, dann möchte ich sagen, ist der ORF am Ende. Sie haben vorhin auch die kalte Progression angesprochen. Die Freude, die war nicht von langer Dauer. Dann ist eben auch schon der Punkt vom ORF hier hervorgekommen, dass es hier eine Haushaltsabgabe geben wird. Die aktuelle Situation ist für jeden Österreicher, für jede Österreicherin nicht sehr einfach. Wir befinden uns nach wie vor noch in einer Teuerungskrise. Hätte man hier auch einfach einen anderen Weg einschlagen können, als hier jetzt noch zusätzlich den Österreicher zu belasten? Naja, in Wahrheit hätte die österreichische Bundesregierung als Antwort auf die Teuerung, die sie ja selbst mit den Wirtschaftssanktionen verbrochen hat, in Wahrheit einen amtlichen Preisdeckel in Österreich seit einem Jahr einführen müssen. Das haben sie nicht getan. Stattdessen haben sie eine CO2-Abgabe auf Treibstoffe draufgeknallt, obwohl wir wissen, dass die Treibstoffe wie das Heizöl etc. in Wahrheit die Hauptinflationstreiber sind. Also hat die Politik mit ihren Steuererhöhungsfantasien die Inflation noch selbst angetrieben, nachdem sie sie vorher verursacht haben durch die Wirtschaftssanktionen. Und nun in einer Inflation von 10-11%, die wir ja noch immer haben, also der Unleistbarkeit unseres täglichen Lebens, dann großzügig herzugehen, und zwar die kalte Progression abzuschaffen, nach dem Motto aber, den Menschen es in die eine Tasche zu geben, aber mit der anderen Hand es aus der anderen Tasche zu nehmen, indem man damit den ORF finanziert, das ist ein Betrug. Das ist ein glatter Betrug. Die Menschen werden belogen. Das ist keine Entlastung. Wenn man den Menschen quasi durch die Abschaffung der kalten Progression ein paar hundert Euro im Jahr in der Tasche lässt, aber sie der Finanzminister erst wieder herauszupft am Höhepunkt einer Inflation, weil er damit den Herrn Weißmann seinen Gehalt finanzieren will und für die Pestvögel, die am Königlberg ihr Unwesen treiben, dann ist das Betrug an den Österreicherinnen und Österreichern. Und ich warne, wir sind in Österreich in einem Hochsteuerland mit 50%. Es wandern die Betriebe ohne dies ab, die können, die Flüge sind. Fliegen über die Grenze. Wir haben ja in Europa das Problem, dass wir hohe Steuern haben. Und dann noch weitere höhere Steuern zu erfinden, das halte ich für wirtschaftspolitisch katastrophal. Gerald Gross, ich bedanke mich für Ihre Zeit und das Gespräch. Herzlichen Dank.